Ja, weiter geht es mit Let's Play Rift. Wir haben uns wir haben uns das letzte Mal ein bisschen hier durchgeleacht. Wir haben eine neue Errungenschaft gegen den Sturm, vertreibt Stretos, dem riesigen Wirbelwind. Das haben wir gemacht. In letzter Sekunde haben wir noch einen Schlag landen können. Und wir haben noch eine Quest abzugeben. Ich weiß aber nicht, wo. Da oben. Ach, das ist hier wieder auf dem... Ah, wir müssen über die Bruchstraße. Okay. Dann werde ich mal dorthin gleiten mit diesem fetzigen... Was ist das eigentlich? Schreiter, Gleiter? Strahlenreiter. Es ist ein Strahlenreiter. Mit dem fetzigen Strahlenreiter, den wir... Beziehungsweise den ich mir noch erworben habe. Letzte Woche. Und werde jetzt hier mal... den Weg nach oben gehen. Über die Bruchstraße... hin zum, zu diesem, was ist das da, Tempel, Festung, ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall wimmelt es darin vor Feinden, das ist nicht cool. So, wir haben fetzige Ohrringe, das kann ich ja auch nochmal kurz zeigen. Charakter, hier, wir haben hier das Ohrring-Set, wir kriegen 15% mehr Erfahrung aus allen Quellen, das inkludiert auch den Abschluss von Quests. So, bin ich überhaupt richtig? Ich muss doch hier hin, ne? Warte mal, werden wir gleich sehen. Nee, das ist da. Was ist da unten? Ach, Berg, die... Ach. Ich hätte hier noch gar nicht hochgehen sollen. Beziehungsweise... Ja, schadet ja nicht. Ich spring einfach unten... ich spring einfach wieder da runter. Ja, du kriegst mich eh nicht. Na, dann wäre ich hier nochmal runter. Dann werden wir gleich nochmal hier hochgleiten. Halt das... Ah, nehme ich doch mit. Mensch. Ja, das ist cool. Wenn man brennenderweise noch ein Stückchen Erz abklopft. So, gib mir deine Haut. Danke. Naja, ich will hier eigentlich nicht groß rumkämpfen. Ich will eigentlich... Ah, hier ist die Brücke, genau. Hier soll es irgendwo sein. Irgendwelche Urnen sammeln. Graburnen. Und dann spreche ich erst mit dem Typi. Haben wir da oben noch was? Ich weiß es nicht. Gott. Ah, da sind wir. So. Jetzt sag bloß, das ist oben auf der Brücke. Das wäre nämlich mega fies. Das wäre verdammt fies. Nee, es scheint aber nicht so zu sein. Die sind es aber auch nicht. Ja, egal, dann werde ich mal unten unter Wasser gucken. Wahrscheinlich... Ach, guck mal, hier kann man atmen. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Was muss ich denn hier machen? Ja, natürlich. Da kommt schon wieder der erste Stinker angeschissen. 20 Meter entfernt. Hier steht aber nicht höher oder sowas. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber das sind diese Teile hier nicht. Ja, mal gucken, ob wir in dieser Folge noch irgendeine Urne finden. Ich bezweifle es ja schon fast. Ach Gottchen. So, hier sollen welche sein, aber hier ist nichts. Oder beim Schiffswrack. Ach, in der Höhle. Dann werde ich mal dort runter. Wahrscheinlich ist es hier in der Höhle. Also ich hoffe zumindest, dass es da in der Höhle ist. Ach, guck mal, da haben wir schon mal ein Stückchen. Ah, nee, das ist ein Artefakt. Ist ja noch besser. So, das nehme ich selbstverständlich mal an mich. Ah, jetzt kommt wieder so ein Stinker. Und versucht mir das Leben zur Hölle zu machen. Aber nicht mit mir. Ich habe den passenden Hammer einstecken. So, jetzt will ich auch nochmal kurz nach oben. Noch ein bisschen frische Luft schnuppern. Und dann geht es hinunter in die Höhle, wenn ich sie denn sehen würde. So, hier ist sie. Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Entdeckt Bilgenwassergrotte. Hier ist ein Luftkanal. Wird eingeatmet. Ach cool, jetzt können wir hier unter Wasser atmen für 2 Minuten. Das sollte doch für die Quest ausreichend sein.
So, warte mal, ich glaube, den habe ich gar nicht an. So. Durch den Tod in der letzten Folge hat sich das Ding wohl verabschiedet. Aber ist ja nicht weiter schlimm. So, könnte es bitte das Zeitliche segnen? Danke. So, hier haben wir die Uhren. Okay, es ist doch tatsächlich nicht auf der Brücke. Ich kann mich nämlich auch nur erinnern, dass da auch nur Elite rumgelaufen sind. Das war nicht sehr angenehm. Wo wir uns gefragt haben, wo es eigentlich zu den Harpien geht, um die Nester anzuzünden. Ich glaube, das war sogar letzte Woche. Wenn nicht sogar vorletzte Woche, ich weiß es nicht. So, zack. Wird eingesammelt. Jawohl. Heilige Grabrune. Immer her damit. So, hier haben wir die nächste. Dann fehlen uns noch 5 Stück. Ah, die gehen auch relativ fix. Ich muss nur ein bisschen auf den Atem hier aufpassen. Das Ding läuft nämlich gleich irgendwann mal ab. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und dann ersticken wir hier. Aber guck mal, hier ist noch ein Luftkanal. Das heißt, wir könnten uns hier nochmal buffen. Um unter Wasser atmen zu können. So, kannst ruhig ein bisschen näher ran. Dann können wir das nämlich auch einsammeln. Sehr schön. Das ist fies. Die haben so einen kleinen Schild. So einen kleinen Puffer, einen Energiepuffer. So dass wir den erst runterschlagen müssen, bis sie überhaupt Schaden nehmen. Das heißt, unser heftiger Schlag geht nicht zu 100% durch. So, jetzt aber. So, was sieht es mit der Luft aus? Da haben wir noch eine Minute. Ein Affinitätspunkt. Ich weiß immer noch nicht, was man damit soll. Beziehungsweise ich weiß, was man sich davon kaufen kann. Aber ich weiß nicht, man diese Punkte irgendwie bekommt. Wir haben das hier gerade irgendwie willkürlich bekommen. Oder nach jedem Gegner. Ich muss mal drauf achten. Weil dann lohnt sich das Farmen ja erstmal richtig. Nee, nicht nach jedem Gegner. Ich habe keine Ahnung. Ab wann man einen Affinitätspunkt bekommt. So 2 Stück noch. Ach, guck mal. Habt ihr gesehen? Da war ein freundlicher NPC. Der ist aber jetzt leider weg. So eine Urne noch da vorne. Sehr schön. Damit haben die Quest abgeschlossen. Ich will aber trotzdem nochmal hier reingucken. Weil hier war gerade definitiv ein befreundeter NPC. Boah, sehr komisch. Vielleicht führt uns noch eine andere Quest hier hin. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. So, jetzt will ich nur versuchen, hier einigermaßen heil wieder aus der Sache herauszukommen. Ich hoffe einfach, dass nicht zu viel respawned ist. Es sieht aber ganz gut aus. Es sollte locker flockig funktionieren. So, das sind zwar wieder welche, aber das interessiert mich jetzt nicht. So, hier sind wir wieder in Glücksküste. Dann schaue ich nochmal ganz kurz, wo wir das abgeben. Natürlich am Ende. Da ist ein Wüstenfuchs. Von dem habe ich letztes Mal die Träne organisiert. Aber uns fehlen noch ein paar. Das ist aber ganz cool. Dann kriegen wir nämlich so einen Begleiter. So eine Geisterkatze. Das ist richtig cool. Sollten wir vielleicht auch mal anstreben, das zu tun. So, gut. Dann geben wir aber erstmal die Quest ab, würde ich sagen. Das war hier, glaube ich. Ja, gut, mich zu sehen. Sprecht mit Wurmut und besiegt ihn. Und sprecht mit Malkor Dingsbums und besiegt ihn. Aha. Ja, jetzt sehe ich gerade, hier ist schon die nächste Quest. Wahrscheinlich haben wir die gerade nicht angenommen. Besiegt verseuchte Wasserfürsten. Ach nee, das ist was anderes. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das ist alles hier unten. Alles hier unten. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder zurück in die Höhle, aber ich befürchte es fast. Da machen wir das halt. So, alle hopp. Warte mal. Das ist doch hier auf dem Schiff, oder? Jetzt will ich doch erstmal gucken, bevor ich hier wieder in die Höhle abtauche, auf Verdacht. So, hepp. Ah. So ein Mist, verdammter. Wie komme ich denn auf das Schiff?
sieht nämlich fast so aus, als müssten wir hier... Wen haben wir denn hier alles? Ach, guck mal, warte mal, hier. Da, Vormod. Da ist doch einer. Habe die Ehre. Ah, natürlich hat er hier wieder so einen Kollegen dabei. Alleine trauen die sich ja nicht. So, Wurmort ist jetzt gleich Geschichte. Und, Cordy wird ihm, ja, wohin auch immer folgen. Ich hoffe doch in die Hölle. So, sehr schön. Dann hätten wir das schon mal. Und das, der nächste befindet sich dann auf dem Schiff. Dann, ah, nein. Ich Idiot. Springt natürlich wieder komplett ins Wasser. Macht aber nix. Können wir nicht unseren Strahlenreiter auspacken und den nächsten Steg anvisieren. So. Das geht doch Ach Mann. Das geht doch recht zügig. Kann man die hier nicht hochspringen? So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier nochmal rüberkomme. So, geht doch. Und hier haben wir den anderen. Hallo. Ja, möge sie morgen noch existieren. Aber eins kann ich dir versichern. Ohne dich, mein Freund. Ohne dich. So, die Steuerfrau, die kriegt jetzt auch noch eins über die Rübe. So, damit haben wir die Quest nämlich schon abgeschlossen. Sehr cool. Ach, guck mal hier, das sieht richtig fetzig aus. Und da ist, guck mal, hier ist ein Artefakt drin. Das ist ganz schön fies. Wie gesagt, manchmal stecken die auch in so Fackeln oder so. Also oben in den Fackeln, wo die Flamme ist. Und man sieht sie einfach nicht. Das ist schon richtig fies. Wie soll man sowas denn finden, bitteschön? Warte mal, wir werden das mal einlesen. Ich glaube, ich hatte ja noch ein anderes Artefakt letztes Mal gefunden. Das ist es nicht. Das hatten wir schon hier. Das einmal, Seite 3. Dann fehlt uns nur noch Seite 6. Und na, irgendwas war doch hier noch. Oder wir hatten das schon. Tja, nee, nicht wirklich. Keine Ahnung. Naja, egal, wir müssen wieder hier runter. Achso, das war die Seite 3. Ich habe keine Ahnung, was das andere war. Dann hatten wir es wahrscheinlich schon. Das war bestimmt die Seite 5 oder so wieder. Meine ich irgendwie in Erinnerung zu haben. So, wir sollen jetzt, was sollen wir hier unten tun? Besiegt verseuchte Wasserfürsten. Ach so, das sind die. Ja, toll. Hätten wir doch vorher abholen können. Ja, jetzt müssen wir hier... Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen durchschnetzeln. Aber so kriegen wir halt auch ein bisschen... an Erfahrung. Wir kriegen jetzt eh mehr Erfahrung. Eh 15% durch das komplettierte... Set von den Ohrringen. Was ich mir allerdings frage, wenn wir jetzt hier diese Ohrringspackungen später aufgemacht hätten, dann... Oder skalieren die Werte eh? Warte mal, lass mal kurz schauen. Ich muss mal kurz schauen. Diese Ohrringe, nee. Das sind lilane Items, ne? Auserwählten Perlenbandring, einzigartige Ausrüstung. Ich weiß nicht, ob die mitskalieren. Ich muss da mal aufpassen. Ohrring, einzigartige Ausrüstung. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist ein Legendär, ne? Großer Weisheitsboost. Ach, das ist... Ich weiß es nicht. Das sind wieder so viele neue Sachen. Die ich erstmal auf die Kette kriegen muss. So, da haben wir gerade schon wieder was verkauft. Zweimal... Drakenfuß-Samen, die können ruhig auch alles kaufen. Ich glaube, das ist ein Stack von 80 oder so gewesen. Also da ist noch Luft nach oben. Und vielleicht haben wir dann auch nächstes Mal 200 Platin. Wer weiß das schon. So, das ist das. Dann holen wir uns den hier noch. Und dann müssen wir uns ja schon fast in die Höhle begeben. Damit wir die restlichen Wasserfürsten... erledigen können. Ich tauche jetzt nicht nach oben. Wir haben eh noch genug Atem. Und da unten ist ja dieser Luft, diese Luftschleuse oder was auch immer das war. Und da können wir uns eh den Buff holen.
dass wir hier nicht die ganze Zeit nach Luft, um Luft ringen müssen. So, hier. Wird eingeatmet, Luftkanal heißt das, okay. Ja, jetzt kommen wieder zwei angeschissen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Fünf Stück brauchen wir ja eh noch. Ah, die hätten wir gerade echt kombinieren können. Da hätte ich vielleicht besser aufpassen sollen. So, dann hätten wir das nämlich schon alles erledigt und hätten hier nicht noch ein zweites Mal rumeiern müssen. So, die haben natürlich wieder nichts gedroppt. Hauptsache, den Glenn war nichts Gutes tun. Ich glaube, das ist deren Devise. So, dann kann der bitte hier einmal antanzen. Und dann noch einer, weil danach sind wir dann auch fertig. Ah, der könnte zu nah an dem sein. Ah, cool, der kommt einzeln. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Aber wir ziehen schon ganz gut was ab. Muss ich sagen. So, damit haben wir die Quest auch abgeschlossen. Kehrt zurück und kehrt zurück. Jawohl, das mache ich doch. Um die Belohnung einzuheimsen. So, mal wieder Richtung Glücksküste. Warum sind hier Leichen? Ertrunkener Dieb. Achso, ja, das ist ja ein... Oh. Ich glaube, der ist hier nicht freiwillig. So, nun gut. Geben wir die Quest ab und erfreuen uns derer Belohnung. Dann können wir auch nochmal eben das Geld mitnehmen vom Auktionshaus. Zack. 14 Gold waren das, genau. Immerhin. Gut, geben wir erstmal oben die Quest ab. Und dann hier unten. Und dann bin ich mal gespannt, wo uns der... Ja, wo wir dann hingeführt werden. Wahrscheinlich echt zu dieser Festung, wo wir schon mal auf der Mauer gekämpft haben. Lebet in Ruhm. Sterbet als Held. Natürlich. Hatte ich eigentlich noch nicht vor. Ist das Erz wieder da? Jawohl, es ist da. Das wollte ich mir eben noch holen. Das war ja vorhin weg. Wahrscheinlich, weil der andere Spieler hier rumgecruised ist. Ach, wir leveln noch nicht mehr an dem. Ja, dann hätte ich es mir eigentlich auch sparen können abzubauen. Aber egal, geht alles ins Auktionshaus. Und dann bauen wir uns irgendwann mal eine richtig schöne Dimension oder so. Die dann auch für euch frei zugänglich ist. So, warte mal, hier gibt es nichts zu holen. Das heißt, die nächste Quest, ich schaue nochmal. Stell mal Ödlande. In Ödlande würde ich die Quest auch gerne irgendwann nochmal nachholen. Der Stich. Ach, Giftauge. Das könnten wir eigentlich mal machen. Den habe ich nämlich letztens gesehen, offscreen, als ich Artefakte gesucht habe und so weiter. Habe ich Giftauge tatsächlich gesehen. Von daher denke ich mir anmaßen zu können, dass ich weiß, wo sich Giftauge befindet. Das werde ich mal eben schnell erledigen, weil wir eh zur Bruchstraße müssen. Das heißt, wir müssen ja eh einmal hier rum. Ich glaube, wir kommen zwar von hier auch irgendwo hoch, aber ich glaube, das ist der bequemere Weg, weil wir nicht in irgendwelche Kämpfe verstrickt werden. So. Da wären wir sonst hochgegangen, aber wir werden jetzt eben Giftauge holen. Das geht relativ schnell. Nein, ich werde nicht absteigen und um dich zu bekämpfen. Ja, hier ist auch schon wieder was im Busch. Irgendwie ist das hier alles nicht so ganz koscher. So, hier geht es nämlich auch irgendwo hoch zur Bruchstraße. Das heißt, den Weg können wir auch nutzen. Warte mal, da hat es so irgendwo geglitzert. So, hier ist der Aufstieg. Und Giftauge ist tatsächlich recht nahe am an dem Gebietsübergang. Und zwar meine ich, war das hier auf dem Plateau. Da muss ich nochmal kurz schauen. Entweder auf der Seite oder auf der anderen Seite. Das ist der nicht. Der ist irgendwo hier. Also war er zumindest, als ich mal geschaut habe. Kann natürlich auch sein, dass der auf der anderen Seite ist. Dann, nee, da ist er doch. So. Das ist auch creepy mit dem Auge, ne? So, da haben wir dich auch. Könnte ich leider nicht looten.
So, dann wollen wir eben schnell die Quest abgeben. Wo geben wir die denn ab? Hier am Laternenhaken. Das ist relativ in der Nähe. Und naja, werde ich dann mal eben hingleiten. Und dann kehren wir auch sofort wieder zurück. Ich wollte jetzt hier nicht alle Quests nachholen. Sondern nur, weil ich eben wusste, dass Giftauge hier in der Nähe ist. Und es nicht so viel Zeit beanspruchen würde. So, warte mal, das war doch irgendwo hier, ne? Am Laternenhaken. Der ist hier irgendwo. Ist irgendwo hier vorne? Warte mal, ich werde mal hier hoch. Da kann ich sagen, ach, hier ist er. Ja. Hoher Besuch. Seid listig und leichtfüßig. Das sowieso. So, und dann können wir wieder zurück nach Schimmersand. Dann haben wir Giftauge auch eliminiert. Jetzt muss ich nur gucken, wo es wieder rüber geht. Ich glaube, wir müssen hier einmal querfeldein. Ich glaube, wir sind zu weit oben. So, dann haben wir nämlich auch eine Quest weniger im Journal. Wollen wir nochmal kurz schauen im Log. Also was das mit der Beförderung auf sich hat, weiß ich immer noch nicht. Auf jeden Fall haben wir in Ödlande jetzt eine Quest weniger. Wir werden jetzt aber, wie gesagt, uns auf den Schimmersand konzentrieren. Und, was haben wir hier? Kobalt. Ne, das lasse ich mal hier liegen. Bringt mir ja nichts mehr. Ja, wie gesagt, wenn es, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum wir die anderen Sachen erledigen sollen, aber das wirklich, wie gesagt, mittendrin noch einmal machen sollen, bevor wir jetzt in das nächste Gebiet erkunden oder so. Weil irgendwann geben die natürlich keine Erfahrungspunkte mehr und das wäre doch sehr schade. Weil die doch jetzt mit unserer Ausrüstung und so relativ leicht zu erledigen sind. So, ich muss nur eben zum zu dieser Brücke. Na egal, schnetzel ich mich hier einfach durch. Die halten, wie gesagt, auch nichts mehr aus. Welchen Level haben die? Level 43. Ja, ihr wart mir mal. Ihr wart mal gefährlich für mich, aber das ist schon ein paar Folgen her. Ja, wobei gefährlich wart ihr mir eigentlich noch nie. Guckt euch das mal an, das ist so affig. Ich stehe auf derselben Stelle und komme da nicht rüber. So, egal. Heimsen wir hier noch ein bisschen Erfahrungspunkte ein. So viele sind es leider nicht. So, haben wir hier noch irgendwelche glitzernden Artefakte? Das wäre sehr nett. Aber ich befürchte fast, dass wir hier nicht mehr fündig werden. So, hier ist nämlich die Brücke. Und dann können... Ach komm, jetzt geh schon durch das Seil. Ja. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich unser nächstes Questgebiet werden, unser nächstes Quest-Hub. Eigentlich hätte es sich jetzt angeboten, die ganzen Quests in Ödlande zu machen, aber egal. Wir machen jetzt hier erstmal weiter. Haben die Erfahrung eingeheimst und dann soll es das auch erstmal sein. So, ach ja, hier unten war ja dieses Außenlager, da haben wir ja auch schon alle Quests erledigt. So, jetzt müssen wir hier noch die Quest abgeben und dann geht's, denke ich mal, weiter im Text. Ich habe Arbeit für Auserwählte. Ja, das hoffe ich doch. Sprecht mit Anton und besorgt eine Verkleidung. Sprecht mit Glitscher, während ihr verkleidet seid. Ich muss in den Hof. Ach so. Ja, jetzt gibt mir die Erfahrung. Ja, gib meine Verkleidung. So. Ich weiß, ihr seid dazu imstande. Achso, die können wir auch direkt anziehen. Ja, sehr unauffällig. Vor allem weiß ich nicht, wie so eine Verkleidung unser komplettes Gesicht umstrukturieren kann. Aber, Aber egal, wir sprechen jetzt mit Glitscher. Die greifen uns nicht mehr an. Aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass der Rückweg nicht ganz so leicht sein wird. Deswegen. Vor allem hält die auch nur 29 Minuten, die Verkleidung. Was ist das denn? So, da unten ist die Person, mit der wir sprechen sollen. Das werden wir dann auch mal tun. Nachdem wir den Drakenfuß hier mitbekommen haben, wir haben wieder einiges verkauft. Haben wir sonst noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Hier ist Glitscher. Bietet ihr Hilfe an? Yes. Besiegt einen Flachhofneuling. Tja, wo auch immer die sein mögen. Ich folge einfach mal dem Pfeil auf der Minimap. Achso, die könnten wahrscheinlich hier unten sein.
Da ist ein Flachhof-Neuling. So, einfach mal still und heimlich angreifen, ohne dass, dass dein Gegenüber irgendwas bemerkt. So, wir sollen zu Glitcher zurück. Alles klar. Das machen wir doch gerne. Wir haben auch schon bald wieder Level Up, ne? Das ist richtig cool. Ah, gut euch zu sehen. Yes, ein Mann, der was kann. Das bin ja wahrscheinlich. Ihr steht Boyds Vorrat. Mach ich doch. Leg den toten Vogel auf den Verhandlungstisch. Gute Reise. Warte mal, da vorne glitzert irgendwas. Das ist sein Versteck. Aber wahrscheinlich kommen wir nicht ungestraft auf der Sache raus. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dachte ich mir. So, der Boyd kommt natürlich auf uns zu. Aber er hat natürlich keine Chance gegen uns. So, sehr schön. Die Quest hätten wir schon mal. Ne, hätten wir gar nicht. Warte, wir müssen erstmal hier oben mit irgendjemandem reden. Ah, da vorne. Okay, wir müssen trotzdem die Stufen hier erklimmen. Ja gut, mit der haben wir schon mal gesprochen. Dann haben wir hier noch irgendwas. Ach, guck mal hier. Verhandlungstisch. Okay, was sollen wir damit machen? Ach, den toten Vogel auf den Verhandlungstisch legen. Ihr wagt es, sein Geschäft, bla bla bla. Ja, und nu? Verwendet Glitchers, verstehe. Jetzt kommt das Vieh. Du musst dich hinter dem Ziel befinden. So. Oh. Ja, wenn wir mal ein bisschen aufräumen hier, dann ist Glitcher wahrscheinlich ein Informant. Wahrscheinlich stand das auch im Text und ich habe das wieder nicht gerafft. So, zack. Dann hauen wir die Schergen hier um. Ah, so viele Erfahrungspunkte geben die leider gar nicht. Nur 800 irgendwas. So, den Mana-Trank nehmen wir noch an uns. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Das heißt, wir müssen nur noch mit zwei Leuten sprechen. Und zwar mit Torga und Eilish. Da haben wir schon mal Torga. Und Eilish befindet sich... in diese Richtung. Wo auch immer. Ach, da oben. Ja, toll. Oben. Da müssen wir wieder nach oben. Okay, alles klar. Ich gehe mal eben nach oben. Und werde dann... Ach, da vorne. Ich sehe schon. Bietet ihr Hilfe an? Nee, eigentlich nicht. Aber ich versuche zu leveln. So, gut, dann haben wir wieder zwei Quests zum Abgeben. Sehr cool. Bietet ihr Hilfe an? Ah, Mann, der was kann. Und Gleichgewicht der Kräfte. So, er spricht mit Hasids Vollstrecker. Alles Gute. Alles Gute. Okay, dann werden wir mit dem Vollstrecker sprechen. Unsere Buffs sollten wir mal langsam nachbuffen, auch wenn sich das für diese Folge nicht mehr wirklich lohnt. So, kommen wir voll wie Raiden jetzt hier. Ist er da? Okay. Heute ist mein Glückstag. Ah ja, besiegt irgendwen. Alles klar. Mache ich doch gerne. Haben wir vielleicht ein Artefakt irgendwo drin? So rein zufällig. Es sieht nicht danach aus. Tja, schade. So, dann bringen uns mal wieder zurück. Ja gut, das heißt, wir müssen uns jetzt hier durchschnetzeln. Auch cool, dass alle hier im Umkreis direkt rot werden. Aber nun ja. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir am nächsten Wochenende ein Level-Up haben werden. Also es geht ja ratzfatz. Und gerade jetzt hier mit Stammspieler-Bonus kriegen wir auch noch die Rested-XP. Dass wir hier doppelten... ja, sag schnell. Müssen wir die auch hier, die Alpha-Insassen? Ne, die müssen wir nicht. Aber die hier.
dass wir relativ zügig im Level aufsteigen. So, die mache ich eben noch platt. Wie gesagt, das ist ja jetzt hier keine Herausforderung oder so. Das ist ja eher ein bisschen Geplänkel. Wie gesagt, die haben jetzt auch alle drei. Wen brauchen wir noch? Die Bandenmitglieder, die brauchen wir nicht. Nee. Die auch nicht. Hier, die brauchen wir. Ah, jetzt hängt noch nicht am Knochen fest, Mensch. Frevler-Insassen. Ach, da oben die Sturmlegion-Insassen. Die brauchen wir natürlich auch. Haben wir die hier unten auch noch irgendwo? Ja, ich gehe mal lieber nach oben. Beziehungsweise... Nein, die Folge ist ja eigentlich schon wieder rum. Haben wir hier noch... So, dann wird der hier auch kommen. Jawohl, dann haben wir die drei nämlich auch. So, Nummer 1. Und damit haben wir die auch. So, aber ich bleibe jetzt hier nicht drin. Ich bleibe jetzt hier nicht drin. Ich gehe nochmal nach draußen, damit wir uns nicht beim nächsten Mal einloggen und ich stehe jetzt hier ohne Verkleidung oder sowas und die greifen mich alle an. Das wäre nicht so toll. Gerade wenn man dann nur noch halbes Leben hat, nachdem man die Spielfigur auch nur ansatzweise steuern kann. So, warte mal, da ist Erz. Das nehme ich mir aber definitiv mal mit. So, her damit. Gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Rift. Also, bis dann.